erneutes Hallo von mir an dieser Stelle. Viele Grüße und bleibt gesund an diejenigen, oder besser gesagt an alle, die auch zuschauen. Sonst würden sie ja meine Grüße nicht hören. Und die Wölfe, die Schwarzen, haben wir soweit erledigt, was Torlofs Auftrag schließlich war. Oh mein Gott, ich hatte gerade eben ein Ploppen gehabt. Also im Mikrofon. Manchmal passiert das, wenn man so komische Mundverrenkungen macht und ja, ausatmet oder spricht. Ah, was erzähle ich denn da? Ja, immer ein bisschen komisch labern. Hauptsache, man kann hier irgendwo ein bisschen mal das Gespringe überspringen. Ja, so sieht das aus. Torlöffchen, wo bist du denn? Du warst doch immer hier vorne. Richtig. Schauen wir mal, ob du mir jetzt endlich auch eine Zustimmung geben kannst. Ich hab was anderes. Denn es hängen ja... Das war doch klar. Die schwarzen Wölfe sind keine Gefahr mehr. Gut gemacht. Ich werde Khaled davon berichten. Kann doch nicht wahr sein. Genau, Bedingungen dran. Dann werde ich mal kurz nochmal reingehen. Vielleicht kann ja Khaled schon etwas berichten, dass er von Torloff was gehört hat. Wie ist mein Ruf? Ah ja. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Dein Ruf? Nun, mal überlegen. Kord ist sich noch nicht sicher, ob man dir trauen kann. Torloff sagt, dass du ein Mann bist, dem man vertrauen kann. Und das will schon wirklich was heißen. Rod wartet immer noch auf das Heilmittel, das du für ihn besorgen wolltest. Wann wirst du es ihm denn endlich bringen? Wenn er tot ist oder wann? Meine Männer misstrauen dir. Du bist nun mal ein Kämpfer des Königs. Ha, du bist noch lange nicht so weit. Wenn du unser Vertrauen erringen willst, dann musst du noch einiges dafür tun. Ja, das war mir klar. Hey, man will es ihm das bringen, wenn er tot ist oder was? Ja. Nee, natürlich nicht. Wir müssen ihn natürlich retten. Ja, es dämmert wieder. Speichern wir mal kurz ab. Dann gucke ich da mal gleich, ob ich schon den Ring habe. Weiß ich jetzt nämlich gar nicht mehr. Also den Ring des Vases. Ring des Vases. Gucken wir mal hier. Gravierter Ring. Ring der Magie. Orkschen Kriegsherrn. Erzhaut. Eisenhaut. Feuerring. Ring der Steinhaut. Unbezwingbarkeit. Ring der Unbesiegbarkeit. Und ansonsten sehe ich keine Ringe. Ergo, ich muss zur Krypta. Ach, ich muss zur Krypta, so wie es aussieht. So ein blödes Ding, aber auch. Das heißt, mit Dandolo kann ich ja hier wohl nicht rein. Was ist mit da, ey, Kive? Ah, den haben wir noch gar nicht gefragt. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ja, das kannst du. Mein Vorrat an Tabak geht langsam zu Ende. Besorg mir Sumpfkraut, eine Menge Sumpfkraut. Am besten 20 Stängel. Einverstanden. Aber dann empfiehlst du mich auch bei Khaled. Wie? Na schön, von mir aus. Hauptsache, du besorgst mir das Kraut. Ja, mal gucken, haben wir das denn schon? Hier hast du dein Sumpfkraut. Ja, brauche ich eh nicht. Hier hast du dein Sumpfkraut. Hey, super. Ich hatte schon bald nichts mehr. Immer her damit. Dann wollen wir mal. Ganja, Ganja. Und ist es gut? Ach, das tut gut. Wie sieht es jetzt mit meiner Empfehlung aus? Genau das habe ich auch gesagt. Nochmal. Eieieiei. Nochmal. Was hast du gesagt? Du wolltest mich doch bei Khaled empfehlen. Wie? Ach so, ja, ja, werde ich schon machen. Warum erfahre ich das jetzt? Alter, drei Stängel hintereinander. Der muss ja einen Koller kriegen. Oh, und da qualmt man ja auch noch zu hier. Oh, nee, ne? Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Talwin. Okay, bei Talwin ist eh alles klar. Ja, dann wollen wir mal runter, ganz alleine in die Krypta. Nein, das ist die hier nicht. Meine Fresse. Das habe ich mir ja völlig vertan. Die ist ja da außerhalb des Walds. Aber bevor ich das mache, werden wir erstmal eine Runde pennen. Das können wir wo hier nicht machen. Das können wir nur hier im Hause tun. Oder, nee, hier. Der muss einfach mehr trainieren. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Nö, kann ich auch nicht gebrauchen, noch mehr Ärger.
Ich weiß gar nicht, verdammt, was willst du? Dann machen wir gleich hier mal ein Frühaufstehen. Zu meiner regulären Arbeitszeit. Und dann geht's zur Krypta. Jetzt stehe ich hier mitten in der Pampa vor einer Heilpflanze, die ich eben aufgelesen habe. Auf dem Weg zur Krypta. Und sehe, dass es hier noch ein paar Orkspeer gibt. Nicht wahr? Orkspeer O1, 2, ich weiß nicht wie viel insgesamt. Alles heißt ja, man sollte auch mal ein paar Orks außerhalb der Stadt erledigen. Und die sind ja schließlich außerhalb. Da wollen wir mal gucken, ob ich die kriege. Ich mach dich fertig, Mora. Yep. Zwei Stück auf einmal. So ein dämlicher Mora. Sowas Beklopptes jetzt aber auch. Dazu bin ich noch nicht in der Lage. Vielleicht mit Dandolos Hilfe. Und mit... Gut, okay, ich habe wieder die Bootsmann-Rüstung an. Vielleicht später. Ich habe auch noch die Katana noch nicht anziehen können, weil mir nämlich Stärke fehlt. Oder? Ich brauche für die Katana, glaube ich, 130, ne? Nee, 130 Stärke, richtig. Obwohl nur 8 Stärke? Nee, das ist... Passt nicht so ganz. So, auf zur Krypta. Das war die Richtung hier. Jawohl, da ist er. So, und hier soll ein Ring sein. Vielleicht hingespawnt worden. Kann natürlich sein. Den Schalter haben wir ja schon aktiviert. Sonst wäre das Loch ja hier nicht im Boden. Jep, dann mal die Drachenjägerrüstung anziehen. Und gucken, ob hier schon neue Untote auf mich warten. Ah, okay. Und schon mal gucken, ob hier Ring des Wassers irgendwo liegt. Verloren worden ist. Aber noch sehe ich keine Untoten. Vielleicht sind die auch nicht neu gespawnt worden. Heißt, alles nochmal absuchen hier. Es gibt also keine neuen Untoten. Vielleicht habe ich die Truhe ja vergessen, glaube ich aber nicht. Nein, ist nicht. Wo könnte der Ring des Wassers sein? Gehen wir mal hier lang. Ach so. Mal gucken, vielleicht hier. Steinregal. Na hier. Vielleicht habe ich es... Ja, ein Aquamarinring. Ein Aquamarinring. Meine Herren. Vielleicht ist das ja. Gravierter Ring. Da ist es. Ring des Wassers. Dieser Ring gehört Kord. Auch gut. Dann werde ich mich wieder mal an die Oberfläche begeben und Zusagitter fetzen. Ne? So machen wir es. Wenn ich denn hier rausfinde. Ich finde raus. Ich kenne mich doch nicht. Doch. Richtig. Ja, okay. Wir sehen uns bei Sagitta. Ja, das nenne ich mal Wegzeitoptimierung in einem Durchgang. Dachte ich. Aber vor Sagittas Höhle sind Orkspeer. Und wie wir eben gesehen haben, ist das nicht so einfach. Ein paar Blutfliegen. Ich werde mir mal eine Söldnerrüstung anziehen. Wo war die jetzt? Das ist die Ork-Söldnerrüstung. Die ist hier und dann gucken wir mal, ob ich freien Eintritt kriege zu Sagitta. Ach, da sind ganz viele Ork-Söldner hier. So, und die Biene? Toll. Waffe weg, Mora. Ja, ist gut. Feiger Mora. Bin kein feiger Mora. Ich habe nur die Blutfliege erledigt. Was willst du eigentlich? Aber warum ist denn hier plötzlich... Warum sind denn hier jetzt plötzlich die Ork-Heinis? Bewachen die Sagitta oder ist Sagitta jetzt weg? Das ist die große Frage. Bitte, bitte, sei da. Wie sehr du. Oh, da ist er. Oh Mann.
Sag mal, Sagitta, warum sind da so viele Orks vor deinem Höhlchen? Hey, du! Warum? Hallo, Sagitta. Ich bin es, Roland, Bospas Sohn. Du bist immer noch hier? Ist das nicht ein bisschen gefährlich, solange die Orks in der Nähe sind? Ich lebe hier, seit ich denken kann und widme mich meinen Kräutern. Der Wald ist mein Freund. Er bietet mir alles, was ich brauche. Kannst du mich heilen? Ich meine, wenn ich mal deine Heilkunst benötigen sollte. Deswegen bist du doch gekommen, oder? Du musst es mir nur sagen, wenn dir etwas fehlt. Ja, ich brauche nämlich deine Hilfe. Kräuterkunst beibringen. Brauche ich das? Nee. Heile mich? Bin ich eigentlich angeschlagen? Nö, bin ich nicht. Hey. Was soll's? Dann Hilfe erbeten. Ich brauche deine Hilfe. Sag mir, was du willst. Der Söldner Rott hat das Fieber. Kannst du mir ein Mittel dagegen geben? Es wird wohl das schwarze Fieber sein, das mal wieder umgeht. Nimm das hier. Es wird dem Söldner Rott helfen. Was willst du dafür haben? Nichts. Wenn ein Mensch dringend Hilfe braucht, nehme ich kein Geld dafür. Ich danke dir. Sehr schön. Das ist gut. Jetzt bist du dran. Was? Wache! Was ist denn jetzt passiert? Nix, Wache. Was ist denn los? Sagitta. Ich kann die doch nicht umnieten. Fertig, Mauer. Jetzt ist Sagitta aggressiv geworden, nachdem... Jetzt verstehe ich wieder mal was nicht. Da muss ich jetzt Wache. Hier ausblenden. Dann muss ich der Sache mal wohl auf den Grund gehen, warum das so ist. Ich habe ja hier noch die leichte Ork-Söldner-Rüstung an. Bei denen komme ich hier völlig ungeschoren vorbei. Jetzt will ich aber die Blutfliege nicht haben. Denn vielleicht wurden die aggressiv, als ich die Waffe gezogen habe. Die kommt immer noch hinter mir her. Okay, das hat jetzt den Orks wohl nichts ausgemacht. Vielleicht muss ich bei Sagitta wieder andere Klamotten tragen. Vielleicht liegt es daran, weil ich eine Orks-Söldner-Rüstung trage, obwohl ich für den Söldner ja doch ein Heilmittel besorge. Aber was soll's, ich probiere es mal aus und ziehe meine... Was ziehe ich denn an? Meine Bootsmann-Rüstung? Nee, das ist dann wieder für die andere Geschichte. Ja, was Vertrauensseliges, das müsste doch klappen. Okay, Sagitta, bitte hey, noch. So, hallo Sagitta. Ich lebe hier. Der Wald Händler ist auf Onas Ruf. Kannst du mich heilen? Deswegen bin. Okay. Jetzt will ich mal erstmal den Questeintrag angucken. Händler für Onas Hof. Heilmittel für Rott, das war das. Der Rott brauchte aufpassen, einige von ihnen lungern bestimmt auch in den Wäldern herum. Ja. Ach, du liebes bisschen. Das ist gut. So, dann stand da noch Händler für Onas Hof. Das wäre dann unter allgemeine Infos. Händler auf Olas Hof, richtig, verkauft Waren. Okay. Hey. Dann brauche ich nochmal deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Das Vertrauen Sag der mir, Söldner. Was du willst. Der Söldner Rott hat... Ja, was okay, schwarzes nichts. Fieber. Wenn ein Mensch... Ich danke dir. Jetzt bin ich gespannt. Könnte hey. Ich nochmal anquatschen? Welche Ware hast Welche du anzubieten? Sag mir, was du willst. Gibt es denn hier noch irgendwas Lustiges? Zum Beispiel Verwandlung schwarzer Goblin. Verwandlung Ork. Gibt es noch ein paar. Reine Lebensenergie eines mächtigen Trunks. 2500 Jolts. Aha. Das andere ist ein bisschen über Elixierer, ist klar. Okay. Reines Mana. Vielleicht später. Aber jetzt bin ich gespannt. Moment mal. Ende. Sie ist jetzt nicht aggressiv geworden. Vielleicht liegt sie an der Rüstung. So, damit ich wieder ungeschoren bei den Orkis vorbeikomme, werde ich mich wieder umziehen. Vielleicht ist ja das die Lösung. Man weiß es nicht. Hier liegt die Blutfliege. Aha, alles klar. Okay. Hat geklappt. Ah, ich dachte, das wäre ein Fehler. Aber nicht gleich immer an Fehler denken. Mal selber auch an die Fehler an sich denken, die man selber macht oder
irgendwelche Schritte, die man noch besser zu schreiten hat. Oh, da sind ein paar Scabbies und ein Wolf. Mache ich die jetzt mal platt oder was? Mach sie jetzt platt oder was? Können wir immer gut gebrauchen hier. Scabbies sind ja schon ein bisschen ange... Wo willst du denn hin? Okay. Hau ab. So was Lustiges jetzt aber auch. Okay, auch weg. Ja, dann geht's wieder zurück zu. Ja, hier könnten wir eigentlich durch. Habe ich schon abgespeichert, habe ich noch nicht. Mardok braucht ja die Tränke. Einen Moment, ich speichere mal sicherheitshalber ab. So stelle ich mir Wegzeitoptimierung vor. Eine große Schleife und ganz viele Sachen auf einmal erledigen. Und wo ist der Mardok? Mardok, ja hier. Feldherr, ich bringe hier Heiltränke. Ich habe die Heiltränke. Sehr gut. Dann sind wir für den nächsten Kampf gut gerüstet. Hast du noch irgendwelche Aufträge für mich? Nein, Mora. Du kannst Donchak berichten, dass wir nun mit allem gut ausgerüstet sind. Dann gehen wir mal zu Rott. Was war das? Heilkraut? Kleiner Lederbeutel. Oh, interessiert die nicht. Gold wollen die ja nicht. La la la, la la la, la. Rod. Ruben Rod. Nein! Alarm! Ich hab doch die Ork-Söldner-Rüstung an. Also jetzt ist irgendwas faul hier in Seoul oder was? Das glaube ich jetzt nicht. Andere Szene. Jetzt haben die Orks... Also ich habe noch nicht abgespeichert. Den Rott umgebracht. Und Sentenza. Den Raoul. Auch. Aha. Nochmal überlegen. Folgendes. Ich bin jetzt wieder an dem Punkt, wo ich gerade Mardok die Heiltränke übergeben habe. Steht ja im Log. Vielleicht ist es jetzt ein Fehler von mir, dass ich da ganz einfach dahin gefetzt bin. Also bei dem Haupteingang da zu Onas Hof. Vielleicht ist das überhaupt der Fehler gewesen, dass die Ork-Söldner mitbekommen haben, dass ich mit den Orks gemeinsame Sache mache und ich mir denke, dass die wohl denken, ich würde mit denen gemeinsame Sache machen, habe ich ja schon erzählt. Jetzt bist du dran! Nee, jetzt bin ich hier dran. Was soll das jetzt? Jetzt wird's lustig. Okay, alles klar. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mal wieder die falschen Klamotten habe, weil nämlich schon intern im Spiel etwas umgeschaltet worden ist, dass, dass die Orks jetzt gegen die Söldner gegen die Orks sind. Gucken, komme ich nochmal hier hoch? Ja, komme ich. So. Oh, da steht ein Ork-Söldner, aber sieht mich nicht. Jetzt bin ich gespannt, ob meine Vermutung richtig ist. Meine Vermutung ist wohl richtig. Ja. Okay, keiner ist jetzt hier böse auf mich. Haha, okay, dann haben wir das jetzt auch geklärt, diese Problematik. Ich wollte ja jetzt zu Rott hin. Und Rott ist ja da hinten irgendwo. Wow, da ist Rott. Ich bringe dir deine, ja, dein Heilmittel. Hm? Schwarzes Fieber. Hier hast du dein Heilmittel. Gott sei Dank, ich hätte es nicht mehr länger ausgehalten. Na hör mal. Ein Danke kennst du wohl nicht. Ich habe schließlich mein Leben für dich gewagt. Mach jetzt du nicht so scheinheilig. Du wolltest eine Empfehlung für Khaled. Die bekommst du auch. Aber verschon mich mit solchen Sprüchen, klar. Trotzdem, ohne mich hättest du immer noch das Fieber. Da hast du allerdings recht. Na schön, was soll's. Danke für deine Hilfe. Geht doch, Rott. Sehr gut. Jetzt darf ich am Speichern. So, nochmal sicherheitshalber mal noch das Logbuch einschauen. So, Tränke vom Alchemisten, da müssen wir dann wieder hin zum
Donchak, das Orklager, Vertrauen der Söldner. Was haben wir denn in erfüllte Mission? Da will rauchen, Heilmittel für Rot. Dann geht es jetzt zurück zum Ring des Wassers. Also zu Kord. Um ihm zu sagen, dass wir seinen Ring gefunden haben. Da waren gar keine Skelette mehr. Hier ist dein Ring. So, zeig her. Tatsächlich, wie hast du das denn geschafft? Hast du etwa alle Untoten unten erledigt, oder was? Vielleicht. Kannst dir mal nachsehen. Nee, lass mal lieber nicht. Wirst du mich jetzt bei Khaled empfehlen? Ja, das werde ich. Nicht nur, weil du mir meinen Ring gebracht hast, sondern weil ich jetzt weiß, dass du ein mutiger Mann bist. Und das respektiere ich. Auch wenn du nur ein Kämpfer des Königs bist. Wow, sehr, 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 sehr gut. Also, jetzt gehen wir mal zurück zu Khaled. Ich meine, dass wir jetzt... Moment mal, wie viel waren es denn? 3 oder 4? Torloff? Könnte mir so etwas nie erlauben. Das hat er doch. Ja, okay, den hatten wir ja schon erledigt gehabt. Dann gucken wir mal, wie jetzt der Ruf bei meinen Söldnern ist. Meine Söldner, das ist gut. Hi, Khaled. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Dein Ruf? Nun, mal überlegen. Kord meint, dass du ganz schön mutig bist. Schließlich hast du ihm seinen Ring wieder besorgt. Torloff sagt, dass du ein Mann bist, dem man vertrauen kann. Und das will schon wirklich was heißen. Seltsam. Da ist plötzlich der Meinung, dass du ein brauchbarer Mann wärst. Dabei hat der Bursche vorher ganz anders über dich geredet. Du hast meinem Kumpel Rod ein Heilmittel bei Sagitta besorgt. Das war nicht ungefährlich für dich. Danke. Das war wirklich uneigennützig von dir gewesen. Viele der Männer meinen mittlerweile, dass du ein ehrlicher Kerl bist. Du hast zwar jetzt viele Leute für dich gewinnen können, aber ich bin noch skeptisch. Du wirst zwar schon von einigen der Männer respektiert, aber es reicht noch lange nicht. Was? Du wirst mir noch mehr von uns überzeugen müssen. Noch mehr? Das heißt, ich habe noch welche vergessen? Oder wie? Oder was? Mann, oh Mann, oh Mann. Gucken wir nochmal ins Logbuch rein. Das Orklager. Ich habe nochmal mit Khaled gesprochen. Er besteht nicht mehr auf die Begnadigung, nachdem ich erklärt habe, warum dir das nicht möglich ist. Er verlangt aber nun, dass ich für ihn seine Männer einige Aufträge lege und beweise und vertrauen kann. Ja, da hat sich nichts geändert. Was nun? Wen habe ich vergessen noch zu fragen? Da ist doch bestimmt noch jemand, den man... wer ist das? Booster. Booster, ja, wie ist die Lage? Alles klar. Wen habe ich vergessen? Da muss ich mal überlegen. Dann kann ich ja nur hoffen, dass ich meine Suche jetzt mal ausweite. Und zwar hinterm Haus oder sowas. Halt die alle noch cool? Bodo, hab ich. Ja, das ist ein Bauer. Das war doch schon vorher klar. Mann. Kurz. Patrick. Und sonst? Alles im Lot. Okay, da hat sich nichts getan. Ja, mal gucken. Da sind hier Bauer und Barbara, okay, die lassen wir mal in ihrem Reichtum. Oh, Herr Ober, ein Pilz, aber dunkel bitte. Yep, hier stehen noch ein paar Peoples. Ich glaube, da wird nichts. Garn zum Beispiel. Du. Ja, das ist nur ein Jäger. Kannst du mir was beibringen? Was macht die Yacht? Alles klar. So, Kavalorn, was hast denn du für eine Rüstung an? Du siehst mir nach Söldner aus irgendwie. Ja, kommt hin. Du hast also Probleme mit den Orks. Aha. Okay. Du hast also Probleme mit den Orks. Aha. Und ob ich das habe? Solange die Kerle, die uns im Rücken bedrohen, da sind, habe ich keine Ruhe mehr. Ja, warte. Warum machst du nichts dagegen? Weil ich alleine nichts gegen die Orks ausrichten kann. Ich habe schon alle Söldner gefragt, aber keiner hat Lust, mich bei meinem Vorhaben zu unterstützen. Die Orks, die in unserem Rücken sind, müssen weg, sonst drehe ich noch durch. Was für Orks im Rücken? Was meint er denn genau? Wo genau? Gibt ja überall welche. Kann ich dir bei der Sache mit den Orks helfen? Aha. Vielleicht. Aber sag mal, bist du überhaupt seinem Ork gewachsen? Nee. Nun, ich habe wohl keine andere Wahl, als dein Angebot anzunehmen. Also, pass auf. Der Schaman ist am gefährlichsten. Den müssen wir uns als erstes schnappen. Okay. Ach du liebes Lieschen. Lass uns die Orks aufmischen. Nö, hä?
Jetzt bin ich echt in einem Dilemma. Aber was soll's. Lass uns die Orks mal aufklatschen. Es wäre sehr gewagt. Lass uns die Orks aufmischen. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. Dann wollen wir mal gucken. Ja und jetzt? Welches Lager ist denn gemeint? Das da? Da stand doch keiner vorher. Na supi. Halt mir den Rücken frei. Ja, ich soll ihm den Rücken frei halten? Du machst doch gar nichts. Ach, der Ork-Schamane, da hinten ist er ja. Ja, super klasse. Okay. Oh, mal gucken, was passiert. Oh, nee. Die kommen ja auch auf mich zu. Super klasse. Den Schamanen irgendwie. Was ist denn jetzt gar nicht? Das wird doch nichts. Mach ich doch. Krieg ich nicht hin. Ja, das müssen wir irgendwie mal später machen. Mit Kavalorn oder mit meinem Gefährten, Waffengefährten dazu. Dann werden wir mal Richtung Taverne uns hin beamen. Beamen ist gut. Da gibt es nämlich auch noch Söldner. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ich hier begrüßt werde. Ja, okay, war klar. Das heißt also, die Söldner sind sozusagen nicht... Ja, scheiße, der läuft mir hinterher. Soll ich den killen, oder was? Na, Depp. Na gut, okay. Was hat denn der alles dabei? Wacholder, Waldbeere, Wubop und wieder was zum Kiefenüm. Gut, und ein Kampfstab. Ich glaube, das macht dem Ganzen nichts aus. Wenn ich jetzt zum Maler gehe, und auch hier wird ein Hinweis von In Vino Veritas, sowohl als auch von Ellen, meine ich, könnte ich diese Bilderquest abschließen. Oh, mal gucken, ob dem so ist. Ich glaube schon. Ja, komm mal. Ja, aber das Bild an Sorian verkauft. Sehr schön. Ich habe das Bild an Zordian verkauft. Hier ist das Gold für das letzte Gemälde. 100 Goldstücke. Sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Dann kann ich mich ja in Ruhe mit meinem neuen Motiv beschäftigen. Ja, neues Motiv ist gut. Welches, was motiviert dich denn? Kann ich sonst noch was für dich tun? Ja, etwas könntest du noch für mich tun. Ich brauche jemanden, der bereit ist, sie von mir malen zu lassen. Sehr gut. Nun, wenn du da an mich gedacht hast, muss ich dich enttäuschen. Für sowas habe ich wirklich keine Zeit. Wer redet denn von dir? Du wärst sowieso nicht der Richtige. Schließlich will ich ja keinen Menschen malen. So? Was denn sonst? Einen Ork. Könntest du vielleicht einen bitten, sich von mir malen zu lassen? Was? Einen Ork? Ist das dein Ernst? Natürlich. Oder sehe ich so aus, als ob ich Witze machen würde? Sag mal, ist bei dir noch alles dicht? Du kannst doch keinen Ork malen. Warum nicht? Er soll es ja auch nicht umsonst machen. Sag mal, weißt du eigentlich, was du da redest? Der Ork würde doch sofort Hackfleisch aus dir machen. Dann such gefälligst einen, der nicht so wild wie die anderen ist. Das wird ja wohl nicht so schwer sein, oder? Wenn du es sagst. Sehr geil. Leute, ich habe eine Idee, wer das sein wird. Aber das werdet ihr in der nächsten Folge mitbekommen. Coole Sache das. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage ein herzliches Tschüss, bleibt gesund, passt untereinander auf und gebt einen Daumen und schreibt einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.